Hey Leute, ich begrüße euch in diesem Video. Heute wieder mit einer Produktvorstellung und wieder von der Firma K&F. Hashtag Transparenz. Die Firma K&F hatte mir unter anderem auch ein Stativ der X-Serie zur Verfügung gestellt. Und diesen Testbericht hatte ich vor anderthalb Wochen ungefähr hier auf dem Kanal veröffentlicht. Heute soll es mal um einen Filter der Nano X-Serie gehen. Und wir haben hier einen variablen Graufilter in der Hand mit 1 bis 5 Stops, ND2 bis ND32. Und was den Filter besonders interessant macht, hier ist noch ein Pull-Filter mit verbaut. Das macht dieses Werkzeug wirklich sehr interessant. Ja, wenn dich das interessiert, wenn du mehr zu diesem Werkzeug hören möchtest, dann bleib dran. Ja, fangen wir mit dem Verpackungsinhalt und der Verarbeitungsqualität des Filters mal an. Standardmäßig, wie wir es auch von anderen Herstellern gewohnt sind, kommt der Filter in einem Hartplastikcase, das gut gepolstert ist und da kann der sicher transportiert werden. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, aber auf jeden Fall eine gute Verstaumöglichkeit und vor Beschädigung geschützt. Was viel interessanter ist, der Filter selber. Die Verarbeitungsqualität, und ich blende es euch im Detail ein, ist wirklich grandios. So wie man es von einem hochwertigen Filter halt auch gewohnt ist. Wir haben keine scharfen Kanten, kein Grat oder sonstiges. Es ist wirklich ein richtig schön sauber verarbeiteter Filter. Ob nun die Verstellung des ND-Filters oder aber auch die Verstellung des Pull-Filters, es geht alles sehr smooth. Es ist nicht irgendwie abgehakt, ruckelig oder sonstiges. Es ist wirklich tadellos verarbeitet. Und auch, das nehme ich vorweg, die Gläser sind wirklich von sehr hoher Qualität. Da habt ihr sowohl beim Filmen als auch beim Fotografieren die blanke Freude mit. Und gleich ein kleiner Tipp für alle, die erst in die Filterfotografie einsteigen. Kauft euch einen hochwertigen großen Filter, also mit einem großen Gewindedurchmesser und adaptiert dann mit Adapterringen auf eure kleineren Objektive, die eben einen kleineren Gewindedurchmesser haben. Besser, als wenn ihr für jedes Objektiv separate Filter kaufen müsstest. Deswegen hier ein großer Filter, in dem Fall ist es ein 82 mm Gewinde, was ich dann halt über Adapterringe auf kleinere Objektive adaptiere, / einsetzbar mache. Aktuell liegt der Filter bei 80 Euro ungefähr im Angebot und auch da gleich nochmal der Hinweis, spart nicht am falschen Ende. Natürlich gibt es auch günstigere Filter, vielleicht jetzt nicht mit diesem Variablen und Polfilter kombiniert, aber im Bereich der Graufilter gibt es auch günstige Exemplare. Aber da am falschen Ende zu sparen und dann Gläser zu erwischen, wo eben das Glas nicht schön vergütet ist, das wird sich extremst negativ auf die Bildqualität auswirken, das werdet ihr dann sehr schnell feststellen. Da macht es sich immer bezahlt, mehr Geld in einen guten Filter mit einer guten Glasvergütung wirklich zu investieren. Das ist dann halt ein Wegbegleiter für viele Jahre. Hier bei dem Filter von K&F, der X-Serie, Nano X-Serie, habe ich den Vorteil, dass ich variabel einstellen kann die Stärke des ND-Filters. Also beispielsweise, eben war die Sonne gerade ganz draußen, dann habe ich mehr Licht. Jetzt schiebt sich eine Wolke vor die Sonne und das Licht, das Umgebungslicht, nimmt ab. Dann kann ich hier jederzeit die Stärke des Graufilters variieren. Viel Umgebungslicht, Stärke einstellen, weniger Umgebungslicht, nehme ich den Graufiltereffekt wieder ein Stückchen raus, sodass ich immer ein homogen ausgeleuchtetes Bild habe, ohne irgendwelche Bereiche, die mir da ausfressen. Beim Fotografieren, da hole ich mal kurz ein bisschen aus. Ich liebe es zum Beispiel, Flüsse, Bäche, Wasserfälle zu fotografieren und dass die milchig so im Bild nachher aussehen. Dazu brauche ich lange Belichtungszeiten. Kann ich das mit dem Filter umsetzen? Bedingt. Habe ich viel Umgebungslicht, kriege ich das in der Form mit diesem Filter nicht hin, weil er nicht stark genug ist. Ich fotografiere solche Motive dann gerne mit 30 Sekunden und mehr, sodass ich wirklich diesen Wischeffekt extrem krass im Bild habe. In dieser Filter, habe ich schon gesagt, ND2 bis ND32. Wird bei sehr viel Umgebungslicht nicht die Verschlusszeit realisieren, die ich benötige, um letzten Endes das Wasser verwischen zu lassen. Ich kriege damit dann keine 30 Sekunden umgesetzt bei viel Umgebungslicht. Da müsste man mit einem weiteren Filter dann kombinieren zum Beispiel oder aber fotografieren bei weniger Umgebungslicht mit einer Stärke von hier ND32, maximale Einstellung, um mehrere Sekunden, vielleicht sogar bei sehr wenig Umgebungslicht, mal auf 30 Sekunden und mehr zu kommen, um lange zu belichten. Wie eingehend schon angesprochen, haben wir hier natürlich nicht nur den variablen Graufilter, sondern wir haben auch noch einen Polfilter integriert und für Landschaftsfotografen als auch für Architekturfotografen zum Beispiel ein unabdingbares Werkzeug. Abhängig, also die Effektstärke eines Polfilters ist natürlich abhängig vom Winkel zur Sonne. Also wie sind wir positioniert mit unserer Kamera, wo der Filter montiert ist, zur Sonne. 90 Grad ist da ideal, um den Effekt am besten nutzen zu können eines Polfilters.
Für Architekturfotografen sehr wertvoll, wenn wir Spiegelungen aus Fensterscheiben entfernen bzw. stark reduzieren können. Das gilt natürlich auch für Landschaftsfotografen, wenn ich Spiegelungen, störende aus Flüssen, aus Wasseroberflächen usw. reduzieren möchte. Und neben dem Entfernen von Spiegelungen hat der Polfilter die klasse Eigenschaft, Farben einfach noch knackiger, satter werden zu lassen. Gerade jetzt zum Beispiel heute, wir haben sehr viel Himmelsblau und das gucken wir uns gleich mal an auf dem Bild, wie sehr wir durch die Verstellung des Polfilters 90 Grad zur Sonne dieses Blau noch viel, viel kräftiger erscheinen lassen. Das wertet Bilder doch enorm auf, sowohl aber auch für Architekturfotografen dahingehend natürlich toll nutzbar. Ich habe mich hier positioniert und an der Kamera Blende 2.8 eingestellt bei 75 mm Brennweite, um mich optimal vom Hintergrund zu lösen, dass der richtig schön unscharf ist. Blende 2.8, ohne Graufilter haben wir gnadenlose Überbelichtung, das werden wir gleich im zweiten Schritt sehen. Hier habe ich jetzt den Filter von K&F, der Nano X-Serie drauf und habe die Filterstärke des Graufilters auf ND 32 gestellt, maximalste Stufe. Und damit haben wir realisiert, dass weder bei mir noch an den Wolken im Hintergrund irgendwo Bereiche ausfressen, also wir Überbelichtungen haben, trotz dessen, dass wir mit einer Offenblende von 2.8 filmen. Jetzt im zweiten Schritt schrauben wir den Filter mal ab und dann sehen wir schon, was passiert bei Offenblende und so viel Umgebungslicht, da ist ein Filmen mit Blende 2.8 nicht mehr möglich, ohne gnadenlos überzubelichten, da kennen wir eigentlich gar nichts mehr. Ja, ich glaube, da brauche ich keine Worte mehr zu verlieren. Ihr seht mich gar nicht mehr. Gnadenlose Überbelichtung bei Blende 2.8. Ich werde sie jetzt mal wieder auf 16 schließen, damit ihr mich wieder erkennen könnt. Ja, jetzt seht ihr mich wieder auch ohne Filter, nur halt mit Blende 16, was natürlich ja, letzten Endes dahingehend führt, dass ich nicht mehr so gut mich abgrenze vom Hintergrund, also diese Unschärfe nach hinten nicht mehr vorhanden ist, wie es vorher der Fall war bei Blende 2.8. Ja, und damit es auch eine runde Sache ist, ich habe mich gleich nochmal anders positioniert, jetzt 90 Grad zur Sonne. Es geht mir darum, dass wir jetzt nochmal zeigen, zu dem ND-Filter, den wir eingestellt haben auf 32, damit uns nichts im Hintergrund oder an mir irgendwie ausfrisst, trotz dieser direkten Sonneneinstrahlung, haben wir jetzt noch die Pull-Filter-Funktion. Das finde ich einfach so genial an diesem Filter. Jetzt habe ich ihn rausgedreht. Im zweiten Schritt drehe ich ihn jetzt rein und dann sehen wir im Hintergrund die Farben des Himmels, das Blau nochmal richtig schön satt werden. Also auch da können wir Videos ganz flexibel immer nochmal schön aufwerten. Ja, der Pull-Filter ist drin und die Farben im Hintergrund sind viel, viel satter und die Farben für das Video kriegen gleich mehr Pep. Spiegelungen, das können wir jetzt hier gerade nicht so wirklich sehen, nur sehr, sehr bedingt, wenn überhaupt. Und ich denke aber mal, an dem Himmelsblau sieht man das sehr gut, die Wirkung des Pullfilters. Wichtig dabei immer, 90 Grad zur Sonne haben wir jetzt und das bringt den besten Effekt für so einen Pullfilter. Ja? Also einfach genial, das beides gleich zu kombinieren zu können mit einem Filter, ohne mehrere Filter da kombinieren zu müssen. Ja, also ich bin begeistert von diesem variablen Graufilter mit Polfilter kombiniert und der Filter wird jetzt regelmäßig in meiner Fototasche Platz finden für Videos als auch für Fotos. Ich hoffe, das war hilfreich, dass ihr einen kleinen Einblick bekommen konntet in diesen Filter der Nano X-Serie. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich wieder über den Daumen nach oben, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen, dass ihr das nächste Video nicht verpasst. Und dann freue ich mich, im nächsten Video euch wieder begrüßen zu dürfen und wünsche euch bis dahin wie immer gutes Licht. Viel Spaß bei der Filterfotografie. Ciao, macht's gut.